Ein paar Kosmetiktipps. My beauty tips here. Smell that. Tina Turner. Die erste schwarze Sängerin, die Stadien füllt. Tina Turner, eine lebende Legende. Mit 182.000 Fans in Rio de Janeiro hält sie noch immer den Zuschauerrekord. Dieses Jahr will sie es noch einmal wissen. Tina Turner kommt auf Welttournee. Im Gepäck die größten Hits aus 4 Jahrzehnten. Doch die bekanntesten Beine des Showgeschäfts wollen nicht mehr. Nach 40 Jahren harter Bühnenarbeit soll diese Tournee endgültig ihre letzte sein. Nach dieser Tour werde ich keine große Produktion mehr machen, nur kleinere Sachen, Specials, Werbekampagnen für neue Veröffentlichungen. Aber wenn es nach mir geht, werde ich mich verabschieden von den großen Stadien und Arenen. I'm saying goodbye to the really big stadiums and arenas. Starting with songs from now all the way back to the beginning. The first song that I recorded in 1960. Oh, there's something on my mind. Ich habe diesen Song sehr lange nicht mehr gespielt. Das Publikum wird ihn wahrscheinlich zum ersten Mal hören. Ich habe ihn 1960 zuerst aufgeführt und voilà, da ist er. Der Song ist ein Statement und drückt etwas Endgültiges aus. So, to sing that on its own is a statement, some kind of way to say that something is very final. A Fool for Love von 1960, ein programmatischer Titel und zugleich ihr erster Hit aus der für sie qualvollen Zeit mit Ike Turner. Der raue Sound allerdings war zu viel für das Brüder Amerika, genauso Tinas Tanzstil. Sie perfektionierte den hüftschwingenden Go-Go. Die iCats, die Tänzerinnen aus den 60er Jahren, gibt es heute eigentlich immer noch, wenn auch in einer modernen Variante. Der lebende Dynamo Tina Turner liebt es, mit jungen Tänzerinnen zusammenzuarbeiten. Natürlich kann ich mich an die letzte Tour erinnern, aber die Girls, die ich jetzt dabei habe, machen das zum ersten Mal. Und das beflügelt mich, weil sie so aufgeregt sind. Es ist Arbeit, nonstop. Rund um die Uhr, ohne Unterlass. Sie ist eine Perfektionistin und will immer Perfektion erreichen. Wir arbeiten immer in einer sehr guten Atmosphäre. Es gibt immer eine Menge Spaß. Aber wir arbeiten trotzdem sehr, sehr hart. Always having a laugh, but working really, really, really hard. Really, really hard, but it's great. All over the place. Normalerweise ist unser Tanzstil eher pop-orientiert. Daher bedeutete diese musikalische Änderung eine große Herausforderung für uns. Es ist großartig, mit solch einer Legende zu tanzen und Songs wie Higher zu spielen, Songs, die jeder kennt. Such songs that everybody knows. Yeah.
Maria ist der Eröffnungssong der 24/7-Tour. 24 Stunden und 7 Tage in der Woche steht sie voll unter Dampf. Wie vor 40 Jahren hat die Art Deco-Liebhaberin Tina Turner eine Vorliebe für exaltierte, aber auch elegante Kostüme. Passend zur Stimmung.